Leute, here we go again. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich freue mich auf jeden Fall. Und jetzt mal ganz random. Ich wollte einfach mal Danke sagen. Danke an alle, die diesen Channel abonniert haben. Danke an alle, die mich so supporten. Und yep, mir macht das hier, dieser ganze Blödsinn, auf jeden Fall eine Menge Spaß. Und die Frage bleibt einfach, spricht das jetzt für mich oder nicht? I don't know. Egal, ich habe auf jeden Fall wieder eine Menge Gossip für euch. Und auch dieses Mal geht es um Are You The One? Folge 1. Und Folge 2, ich habe ja schon darauf reagiert, wenn ihr das mal auschecken wollt, irgendwo da oben. Aber das Witzige ist ja, jetzt kommen sie alle aus ihren Löchern. Alle, die in dieser Trash-Bubble leben und sie möchten jetzt ihre Kollegen entweder unterstützen oder gegen sie schießen. Und meistens ist es das Zweite auf jeden Fall, was dann interessanter ist. So auch bei Valentina, denn Valentina hat genüsslich zu Hause gesessen, hat sich hier und da ein paar Popcorn reingeballert und hat dann gedacht, ha, die kenne ich doch, ha, mit der war ich mal befreundet, ha, ich bin nicht mehr mit dir befreundet, weil sie scheiße ist. Ja, und das wollte sie loswerden. So ein bisschen. Auf jeden Fall in diese Richtung geht's. Und viele von euch haben sich gewünscht, dass ich die neue I Do One Reality Stars in Laufstaffel so ein bisschen kommentiere und meine Meinung sage. Und ich habe mir die erste Folge angeguckt und ich muss sagen, alles, was ich wieder so gedacht habe, hat sich einfach bestätigt. Ich war ja damals mit der guten Temptation Island-Verführerin befreundet. Die Temptation-Verführerin, die sie meint, ist eben Gina. Habe nicht umsonst die Freundschaft beendet, weil sie sich, wie gesagt, gerne mal die Typen von den Freundinnen krallt. Nach Valentina ist Ginas Motto anscheinend, naja, selbst wenn dem Metzger mal das Fleisch vom Teller fällt, naja, bedient sie sich trotzdem dran. Das heißt, sie sagt hier, wenn irgendwelche Freundin von Gina ein Auge auf einen Typen geworfen hat, steht Gina direkt dahinter in erster Reihe und hat Bock, sich den Typen zu krallen. Vielleicht so ein Competition-Ding. Ja, das hat man ja dann auch wieder gesehen bei der Anna. Aber dann halt immer was von, keine Ahnung, Girl Support, Girls reden. Yep, und der Name Anna ist hier gefallen, denn wir erinnern uns an Folge 1. Die gute Anna, die hat ja irgendwie ein Auge geworfen auf mehrere Kerle. Einmal auf den guten Mischer, und ich rede nicht vom Betonmischer, sondern den Denise-Mischer. Und Nummer 2, den flapsigen Martin. Und beim Trinkspiel hat sie eben mit Mischer rumgemacht. Ungefähr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Sekunden später mit dem Martin. Und ja, irgendwie war das so ein kleiner Austausch. Und da hatte dann Gina gedacht, Mensch, mit dem Mischer, nach diesem Trinkspiel, könnte ich mich auch mal unterhalten. Denn Gina hatte schon längst wieder vergessen, dass sie ja eigentlich mit Calvin angebandelt hat, beziehungsweise mit dem rumgemacht hat. Und sie hatte schon mal mit Micha auf Instagram geschrieben. Deswegen kam es zu dieser Situation und Anna hatte das dann begutachtet und für nicht gut befunden. Und ja, da gab es einen kleinen Austausch, aber auch nichts Wildes. Auf jeden Fall nimmt das Valentina jetzt als Aufhänger. Oh, 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 oh. Aufpassen, Mädels. Aufpassen, Anna. Das spiegelt eigentlich kein selbstbewusstes Verhalten wider, so ein Verhalten. Ich weiß ganz genau, warum ich damals mich von dieser Person distanziert habe. Und das Lustige ist, ich glaube, das ist nicht das erste Mal, dass Valentina so eine Geschichte erzählt von irgendwelchen Freundinnen, die irgendwelche Freunde von ihr ausspannen wollen. War das auch nicht so ein Jill-Ding? Irgendwas klingelt aber ganz, ganz weit hinten, dass das genau das Gleiche mit Jill war. Jetzt ist natürlich auch die Frage, könnte man auch über die Typen reden, oder? Ich glaube, bei Jill war es so, dass der Typ gesagt hat, ja, ich stehe eigentlich gar nicht auf Valentina, ich finde Jill geiler, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Also ich bin mir überhaupt nicht mehr sicher, das müsst ihr nochmal aufklären. Irgendwas war da auf jeden Fall los. Naja, bei Gina macht sie jetzt das Gleiche zum Thema, denn sie weiß, sowas hat damals schon gut funktioniert und einfach mal ein bisschen Presse auf den Nacken von Are You The One, also das Gleiche, was ich gerade mache. Love it. Also ich muss echt schmunzeln, wenn man so Vorgeschichten hat mit so einigen Personen und die dann in der Show sieht und dann die genau dieselbe Fake-Scheiße wirklich auf gut abziehen wie im Privaten. Und da bleibt natürlich die Frage, ob die Fake-Scheiße, die abgezogen wird, wenn das im Trash genauso ist wie im Privaten, macht das das Ganze dann wieder real? Ah? Verstehst du? Das ist wirklich peinlich für einige, aber naja. Ich gucke mir jetzt auf jeden Fall die zweite Folge an. Ich muss so lachen, Leute. Es ist so herrlich. Und ich bin gespannt, was Valentina zu Folge 2 sagt, wenn sie eh so einen kleinen Hass auf Gina schiebt. Ich meine, da werden wahrscheinlich noch einige Storys folgen und schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr Bock habt,
was habe ich gerade gesagt, ob ihr Bock habt, solchen Gossip auch noch mitzunehmen. Soll ich das so ein bisschen covern oder sagt ihr, nee, doch. Aber für mich bedeutet eine Freundschaft, so handeln meine Freundinnen, meine Ängsten, die würden sich niemals, niemals, wenn ich sage, ich finde den heiß oder ich lerne gerade den kennen oder den will ich mir klar machen, niemals würden die sich an den ranmachen. Wait a minute, habe ich gerade die Geschichte von Jill erzählt? Ich glaube, das war doch so. Naja. Gut, die sind jetzt auch nicht mehr befreundet. Und dann gibt es noch ein bisschen Insider-Talk zu der Trash-Bubble. Und ich finde es sehr, sehr witzig, weil es einfach sehr, sehr witzig ist, dass sie das sagt. Und das ist halt genau das, was ich meine. Die Leute werden halt von Show zu Show einfach aufgesetzt, werden einfach immer falscher von ihrem Verhalten, wollen einfach durch alles auffallen, um jeden Preis. Alles auffallen, um jeden Preis. Und hier muss sie auch von sich sprechen, wenn wir über Couple Challenge noch mal kurz nachdenken wollen. Mit diesem Geld, was verschwiegen wurde und generell mit allem. Also es war eine ganz schlimme Show. Ja, ich weiß, Christine war da noch viel, viel schlimmer. Aber die beiden saßen eben im gleichen Boot. Und auffallen, um jeden Preis, naja, ist so ein bisschen vorgeschrieben bei den allen. Ist halt Trash. Gehen gefühlt über Freundschaften und Leichen zugleich. Boah. Da bin ich lieber eine Krawallbürste und sag immer meine Meinung, aber zieh keine Fake-Show ab. Meinungsalert, was sagt ihr zu der ganzen Sache? Würdet ihr hier der geläuterten Valentina recht geben oder meint ihr, warten wir mal ab, bis sie in der nächsten Show ist? Auf jeden Fall blieb das ganze Szenario nicht unbemerkt. Gina hat auch natürlich Wind davon bekommen und hat auch eine Story gemacht, aber erstmal hatte sie anscheinend Hunger. Sie schreibt beim Pizzaessen folgenden Kommentar in die Story. Auf die Menschen, die versuchen gerade von meiner Reichweite abzugreifen. Ich würde sagen, zu profitieren wäre besser gewesen. Naja, weil sie gerade in ihren Stories über mich reden, ich aber nicht darauf reagiere. Lachsmiley. Ja, da kann sie ja nur Valentina meinen, aber es kommt noch mehr, keine Sorge. Natürlich wird sie reagieren. Wir wissen auch, wie der Hase hoppelt. Und jetzt kommt etwas, wir müssen jetzt alle ganz, ganz stark sein. Ich wusste nicht, ob das so for real ist, wie sie das meint, aber anscheinend meint sie das wirklich for real. Schaut's euch an. Meine Süßen, merkt euch, ihr seid nie zu viel. Zu viel anhänglich, zu viel Liebe, zu viel Emotionen. Es ist nichts zu viel. Vielleicht hast du einfach nur zu wenig, um das zu verstehen. Ha? Am meisten hat mir der Spruch und die Tonalität bei vielleicht hast du zu wenig, um es zu verstehen. Ha? Und dann noch die Eminem Stinkefinger. Es schreit nach einer Parodie, Leute. Meine Süßen, merkt euch, ihr seid nie zu viel. Zu viel anhänglich, zu viel Liebe, zu viel Emotionen. Es ist nie zu viel. Vielleicht hast du einfach nur zu wenig, um es zu verstehen. Huh? Boom! I love that shit! Jetzt fragt ihr euch, ja okay, was hat das jetzt mit Valentina zu tun? Naja, es ist eine Story, die sie kurz danach gemacht hat. Hat das was mit dieser Situation zu tun? Nope. Vielleicht schon, weiß ich nicht so genau. Aber es ist auch auf jeden Fall komplett weird, oder? Lasst euch niemals vorschreiben, wie ihr euch zu verhalten habt. Sei immer du selbst. You are beautiful like the way you are. Do you know? I know, baby, I know. Und ich habe noch einen Musikwunsch und ich hätte so Bock jetzt auf Christina Aguilera. Beautiful. Das wäre geil. Das wäre richtig geil jetzt. You are beautiful, no matter what they say. Words can bring me down. No, no. Also, ich hoffe, ihr checkt das alles. Sie möchte jetzt einfach sagen, hey, es ist mir völlig egal, wer da gerade über mich spricht. Ich werde darauf gar nicht reagieren, denn es ist gut, so wie du bist, ist es gut. Verstell dich nicht für andere. Aber ich weiß ja nicht. Also gerade auch die Leute, die Folge 2 gesehen haben, man merkt das schon halt sehr, sehr extrem, dass irgendwie alles gemacht wird, um im Gespräch zu sein. Ich meine, Calvin ist gerade die Nummer 1 im Reality-TV und sich an ihn zu hängen bedeutet einfach, sich an ihn zu hängen, nein, das bedeutet einfach sehr, sehr viel Sendezeit zu bekommen und
Wir wissen leider auch, dass viele genau darauf aus sind und dass viele eben darauf finden, so agieren, wie sie agieren. Und das bringt alles so ein bisschen durcheinander. Naja, die beiden sind aber nicht die einzigen, die sich geäußert haben. Da gibt es ja noch Anna. Anna, die mittlerweile nicht mehr brünett ist, sondern leicht blondiert. Und die hat auch noch irgendwas zu sagen. Die gehörte ja auch zu der Geschichte. Und zuerst klang es so, als meinte sie Gina, aber nö. Es ist ein paar Stunden erst live und schon muss man sich zu Wort melden. Ich habe es euch angekündigt, es war so klar. Ja, ich kann dazu halt auch nicht mehr viel sagen, weil das ist halt einfach lächerlich hochtausend. Ich kann da wirklich nur drüber lachen, da können so viele nur drüber lachen. Und deswegen werde ich das jetzt auch nicht weiter thematisieren. Auf jeden Fall sind aufgrund dieser Story dann viele wieder am Ausrasten gewesen. Wer ist gemeint? Warum sagt das keiner? Warum machen die hier kein Name-Dropping? Auf jeden Fall machen sie dann schon Name-Dropping, indem sie halt dann wiederum Accounts verlinken, die nicht gemeint sind. Und Anna verlinkt folgende Accounts. Und was ich nochmal klarstellen wollte, ein paar vertun sich und denken, dass ich Gina meinte. Wahrscheinlich wegen der Folge, aber nein. Gina meine ich auf jeden Fall nicht. Dann bleibt ja noch Valentina offen. Alle Leute schreiben sie jetzt wieder an. Was ist los? Was war mit Valentina? Aber auch hier sagt Anna, nö, nö. Ja, was sagt ihr zu der ganzen Sache? Valentina teilt aus, Gina reagiert mit mit was auch immer und Anna möchte auch noch irgendwie ein bisschen dazu beitragen. Das war's mit meinem Gossip. Ciao.